Burgtour und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3D. Danny spielt das. Heute übernehmen Sie einen Sonderzug als Reiseführer für die Burgen entlang des Rheins. Ja, damit, das ist heute unsere Aufgabe. Sie fahren mit reduzierter Geschwindigkeit, damit Sie mit die Passagiere während der Tour die Sehenswürdigkeiten und Landschaften genießen können. Ja, das werden wir tun bei Schnee anscheinend. Winterlichem Wetter, wie es aussieht. Den Dings müssen wir hier noch umstellen. So. Es ist die Frage, fahren wir mit PCP SIVA? Würde ich sagen, oder? So. Sobald Sie bereit sind, fahren Sie los. Ja, dann machen wir aber mal Folgendes: Feuer hier die Scheibenwischer an. Und Lüfter. Reiseführer, willkommen zur Burgtour. Wir werden heute fünf Burgen entlang des Rheins besichtigen. Sie können so viele Fotos machen, wie Sie möchten. Es wird eine langsame Fahrt, auf der Sie die besten Möglichkeiten dazu erhalten. So, können wir es befreien? Natürlich noch überhaupt den Zugspitzensignal an. Ja, das haben wir. Ein bisschen weiter aufschalten hier. Wunderschön, wunderschön. So, 60 war es fürs erste angesagt. Wird sich aber gleich relativieren. Wir dürfen nämlich 130. Tiefer. Bremsen hier. Jetzt sind wir nämlich zu schnell für die Damen und Herren.
Und dann fahren wir gleich über Burg Rheinstein. Unsere erste Burg ist die Burg Rheinstein. Diese im frühen 14. Jahrhundert erbaute Burg hat viele Besitzer, hatte viele Besitzer und Feudalherren. Es gibt einen Innenhof, der als Burggründergarten bekannt ist, wegen der Burgunderweinrebe, die dort wächst und seit 500 Jahren bis heute noch ein Thema ist. So, nächste Station oder nächster Ort, Burg Reichenstein. So. Ich finde sowas auch mal richtig schön. Es war was ganz was anderes. Kurz auf den Plan schauen. Burg Reichenstein, Burg Fürstenberg, Burg Schönburg, Burg Rheinfels und Oppert-Hirze nach Bahnsteig 1. Da halten wir an. So. So, da kommt jetzt schon die nächste Burg. Als nächstes kommt die Burg Reichenstein. Die ältesten Gebäude weisen auf Fundamente aus dem frühen 11. Jahrhundert hin. Um diese Burg ranken sich verschiedene Legenden, in denen der erste König von Deutschland, Rudolf von Habsburg und ein Ritter, Dietrich von Hohenfels, eine Rolle spielen. Nächste Station, Burg Fürstenberg. Ist doch auch mal schön, so eine Burgtour. Hat man auch noch nicht gehabt. Tiefer. Was ein wunderschönes Panorama, oder? Schaut euch das bitte mal an. Wunderschön, wunderschön.
So, da vorne ist dann schon die nächste Burg. Wunderschön, auch diese schneebedeckte, einfach nur traumhaft. Schön, wie sich die Wagen in die Kurve legen. Einfach nur geil. So, da vorne ist dann die Burg Fürstenberg. Die dritte Burg heißt Burg Fürstenberg. Sie wurde vom Erzbischof von Köln im frühen 13. Jahrhundert erbaut, um seinen Besitz zu schützen und als Mautstelle für vorbeifahrende Boote auf dem Fluss zu betreiben. Diese Burg steht heute nach der Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg in Trümmern. So, nächste Burg ist dann etwas weiter weg. Kommt noch Burg Schönburg, Burg Rheinfels und dann halt in Boppard. Wunderschön diese Gegend hier. Wunderschön.
So, ich glaube, die Sifa stelle ich mal aus, weil es ist eine reine Burgtour. Oder was sagt ihr? Flugsicherungssysteme, ja oder nein? Machen wir es erstmal aus. Kommen uns immer wieder in Gegenzüge entgegen. Und der Schnee nimmt kein Ende. Und ich finde, auf so einer Fahrt kann man auch ruhig mal die Zugsicherungssysteme ausstellen. Weil es hier doch vorrangig um Sehenswürdigkeiten geht entlang der Strecke. Ja, wo sind wir denn hier überhaupt? Wo sind wir hier? In Bacharach. Bacharach. Ah ja. In Bacharach. So. Auch mal schön, den Zug so zu folgen. Ich finde sowas mal richtig schön. Das ist mal was ganz was anderes. Aufschalten hier. So, die nächste Burg zieht sich etwas. Aber nichtsdestotrotz trotzdem eine schöne Tour.
Aber auch die haben wir dann gleich erreicht. Schneit das eigentlich noch? So, 2 Kilometer noch. Jetzt werden wir aber ein bisschen schnell hier. So, dann kommt man gleich zur nächsten Information über die nächste Burg. Und bitte, dies ist die Schönburg. Die Geschichte erwähnt diese Burg erstmal zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert. Sie wurde im späten 17. Jahrhundert während des pfälzischen Erbfolgekriegs niedergebrannt. Die Burg wurde inzwischen renoviert und ist ein erfolgreiches Hotel und Restaurant. Ah, sehr schön. So, nächste Burg ist dann die Burg Rheinfels. Dann die letzte Burg und dann kommt Boppard. Und dann Haltepunkt.
Viele, viele ICs kommen uns entgegen. Wunderschön. Wunderschön. Ein Nahverkehrszug, vorne 110, hinten kein Steuerwagen. Ein ICE, ich pack's ja gar nicht. Ja, Wahnsinn. Dass es sowas auch noch gibt hier. Ein Fernverkehrszug in Form von ICE 1. Ja, Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass die hier fahren. Da muss der Nahverkehrszug aber an die Seite. So, noch 2 Kilometer bis zur letzten Burg. Und dann mal sehen, wie weit es bis Boppard ist.
Wahnsinn, hier siehst du nichts. Völliger Blindflug. Davon ist sie. Mal schauen, was es da für Informationen gibt. Unsere letzte Burg ist die Burg Rheinfels. Dieter V. von Katzenellenbogen hat diese Burg im frühen 13. Jahrhundert erbaut. Kurz nach dem Bau wurde die Burg mehr als zwei Jahre belagert. Den Rest konnte ich leider nicht lesen. Heute ist die Burg trotz des verfallenen Zustandes die größte Burg am Mittelrheintal. So. So, ich hoffe, ihr habt alle schöne Informationen bekommen. Damit ist unsere Bergburgtour für heute abgeschlossen. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Wir hoffen, dass Ihnen die Tour gefallen hat und Sie wiederkommen, um noch mehr Rheingeschichte zu erleben. Aber natürlich. So, jetzt dürfen wir auch schneller fahren. Dann tun wir das. Jetzt haben wir noch 4,9 Kilometer bis Poppard. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen über das Mittelrheintal, über die Burgen. Dafür war die Tour gedacht und es hat anscheinend funktioniert. So, wie gesagt, ich habe bei diesem Szenario jetzt einfach mal die Zugsicherungssysteme weggelassen. Die jetzt für die letzten 4 Kilometer einzuschalten, halte ich jetzt auch nicht für sinnvoll. Von daher verzichten wir heute mal darauf. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. So, 110. Schaut euch mal da hinten diesen Berg an. Wunderschön. Verschneit, ist einfach eine Träumer.
So, und da wären wir. Das war eine tolle Strecke, gut gemacht. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ja, da machen wir das mal. Schade. So, haben wir Gold bekommen? Aber natürlich, das ist doch sehr schön. Benötigt haben wir 36 Minuten 53. In der Beschreibung steht 40 Minuten, das heißt, wir waren sogar schneller. Das war ein kleines, feines Szenario aus der neuen Strecke. Linke Rheinstrecke mit der Baureihe 103. Nachdem es ja gestern überhaupt nicht geklappt hat, hat es heute wunderbar funktioniert. Ich fand mal eine Abwechslung, mal ein schönes Szenario, etwas ganz anderes. Eine schöne Bugtour, ein schönes Szenario. Findet ihr bei Karriere-Szenarien. Damit sage ich noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Denkt dran, morgen gibt es kein Video, da ich in Leipzig bin. Freut euch darauf. Ich sage bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Euer Dedenis Spieters. Macht's gut. Haut rein. Bye. Bye.